Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Endlich geht's weiter mit Hashtag Gaming Schrott. Jetzt zum Ende des Jahres lassen wir es nochmal ordentlich knallen, denn ihr habt uns wieder einen sehr, sehr besonderen PC eingesendet. Und zwar hat der Muhammad Kara geschrieben: Hallo liebes Hardware Deals Team, dann den Link zu dem PC und hab ein richtiges Schmuckstück für euch gefunden. Und ja, der PC ist auch tatsächlich ein richtiges Schmuckstück, den werde ich euch jetzt zeigen. Dieses Video wird euch präsentiert von Nvidia und deren wegweisenden MaxQ-Technologien. Bei Notebooks billiger gibt's aktuell die MSI Katana Modelle GF76 und GF66 stark reduziert. In beiden steckt die mega starke Nvidia GeForce RTX 3070. Das 15 Zoll Modell gibt's für nur 1199 und das 17 Zoll Modell für 1299 € im Angebot. Zur Seite steht ein Intel Core i7-11800H 8-Kern-Prozessor und ein tolles 144Hz Full HD Display mit IPS-Panel. Dank Nvidia MaxQ bleibt das Gerät gleichzeitig performant, leise und super stromsparend. So könnt ihr dank DLSS wie durch Zauberhand Spiele und Auflösungen flüssig spielen, die normalerweise vielleicht gar nicht laufen würden. Das Ganze funktioniert durch eine KI-gestützte Deep Learning Supersampling Technologie, sodass eure GPU insgesamt weniger Pixel berechnen muss. Wer streamen möchte, freut sich zusätzlich über NVENC, denn so läuft euer Stream ohne Leistungseinbußen direkt über die GPU. Zusammen mit Whisper Mode 2.0, Dynamic Boost 2.0 und Resizable Bar einfach eine super Sache. Den Link zu den Angeboten und weitere Infos zu MaxQ findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist es dieser wunderschöne PC hier von ScreenOn, der Fortnite Gaming PC bzw. das Gaming PC Set. Denn hier ist nicht nur ein PC, sondern auch ein Monitor, Tastatur, Maus und sogar ein Controller dabei. Und zwar ist es ein Gaming Computer für Fortnite. Wie ihr wisst, wir sind absolute Fortnite-Enthusiasten und Liebhaber hier auf dem Channel. Nicht ohne Grund nennt man uns auch Fortnite Deals. Und ich meine, schaut euch mal den PC an. Hier mit dieser Seitenabdeckung, wo sogar dieses Fortnite-Emote drauf ist. Als wir das gesehen haben, waren wir natürlich direkt überzeugt und mussten das Teil bestellen. Man sieht schon auf dem Bild, hier ist anscheinend eine Grafikkarte verbaut, ein RGB-Kühler und ja, hier ist eben auf der Seite dieses Fortnite-Emote drauf. Ich hoffe, dass das auch wirklich da drauf ist. Zu den Specs, ich will eigentlich noch gar nicht zu viel verraten, aber es wird natürlich eine absolute Granate, die hier auf uns zukommt. Ich habe den am 6. Dezember gekauft. Inzwischen ist er tatsächlich ausverkauft, wie man sieht. Als ich ihn gekauft habe, gab es noch 14 Stück davon zu kaufen. Ich kann an der Stelle schon sagen, dass die 14 Leute, die diesen PC wahrscheinlich unter Weihnachtsbaum bekommen oder bekommen haben, jetzt wo ihr dieses Video seht, mir ziemlich leid tun. Wir schauen noch ganz kurz zusammen hier in die Artikelbeschreibung rein. Dieses Fortnite Edition Gaming PC Set ist perfekt für Startspieler. Also ist auch ein richtiger Gaming-PC. Er ist sehr geeignet zum Erweitern, also kann man den später wohl auch aufrüsten. Auf den ersten Blick sehen wir schon, hier ist wirklich granatenmäßige Hardware verbaut. Unter anderem ein AMD Athlon 300GE mit 2 Kernen und 4 Threads, also hier ist ein Dual-Core verbaut. Mehr mag ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Ich hätte gesagt, jetzt packen wir direkt auch schon den PC aus, denn der ist natürlich auch schon angekommen. So, ihr seht schon, hier ist wirklich ein riesiger Karton angekommen. Screen on. Your adventure starts now. Also unser Adventure geht jetzt los, wenn wir den PC auspacken. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was sich hier drin alles versteckt. Ich stelle ihn aber auf den Boden. Also, heute schon Geschenke auspacken. Wie gesagt, 14 Leute werden das genauso unter dem Weihnachtsbaum haben. Und die freuen sich hoffentlich genauso wie wir über diesen PC. Also hier wurden auf jeden Fall die Verpackungen geschreddert. Schau mal hier, CPU-Kühler. GeForce RTX. Da geht's nachhaltig zur Sache. Nee, ey. Ohne Witz, schau mal hier. Die GeForce RTX, die nicht im PC verbaut ist. Mhm. Einfach herrlich. Also, dann haben wir auf jeden Fall erstmal jede Menge geschredderte Komponenten. Das erste, was wir hier aus dem Karton rausholen, ein Controller. Das Wired USB Gamepad packen wir direkt mal aus, bevor wir zu den anderen Sachen kommen. Denn ich hätte gesagt, wenn hier ein Controller dabei ist, dann müssen wir als Challenge auch Fortnite nachher mit diesem Controller spielen. Der sieht ehrlich gesagt aus wie so ein PlayStation 3 Controller, oder? PlayStation 1, oder? PlayStation 1 war grau. Ich weiß auch nicht, ob man das machen darf oder ob Sony dann Geschmacksmuster drauf hat. Also ich glaube nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist auch das Patent abgelaufen oder so. Auf jeden Fall, wir haben hier einen PlayStation Controller. Sehr geil auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf, den nachher zu verwenden. Und weiter geht's mit dem Auspacken, hätte ich gesagt. Maustastaturset. Jetzt haben wir aber einen Controller und ein Maustastaturset. Weiß nicht, ob ich jetzt wirklich mit dem Controller spielen will. Ja, okay, entscheiden wir spontan. Aber wir packen das hier noch kurz aus und schauen mal, was für einen Eindruck diese Maustastaturkombination macht. Mhm. Okay. Sieht eigentlich solide aus, oder? Mhm. Eine Rubber Dome. Zack. So.
Hier, die guten Rubberdome-Switches. Das ist das, was man von einer Gaming-Tastatur erwartet auf jeden Fall. Man muss es ja am Preis messen. Wenn die nachher irgendwie 10er oder 20 Euro kostet, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Und habe ich auch noch vergessen zu sagen, dieses Gesamtset, also PC, Maus, Tastatur, der war ja vorher ausverkauft, deswegen habt ihr das gar nicht gesehen, hat 729 Euro gekostet. Also wenn man auf Amazon für 729 Euro ein PC-Set kauft, dann geht man schon davon aus, dass man damit auch zocken kann. Ob man damit wirklich zocken kann, das werden wir nachher natürlich rausfinden. Hier ist auch noch eine Maus drin, die wird auch nichts Besonderes sein. Ja, eine Maus halt. Weiter geht's mit dem Monitor. So, da ist er, der Stylish Monitor von BenQ. Das ist der GL2480, ist ein 60 oder ich glaube maximal 75 Hertz Monitor, 1080p, 24 Zoll. Nicht wirklich ein Gaming Monitor, den packen wir später aus, weil sonst ist hier kein Platz mehr für den PC. Und ich hätte gesagt, ich stelle den weg und dann packen wir jetzt den wunderschönen, wunderbaren PC aus. Ey, was die hier an Verpackungen geschreddert haben, Tobi. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ach. Wunderbar. Sieht kompakt aus, oder? Ist auch kompakt, ja. Aerocool Mecha Midi Tower Case. Netzkabel, Mainboard, Zubehör und ein WLAN-Stick. Siehst du schon was? Nee. Ich auch noch nicht. Ich will die Seite noch nicht anschauen. Ich will erst die Folie runterziehen. Ich will mich überraschen lassen von dem Fortnite-Emote, ob das da wirklich drauf ist. Weil es wäre ja übel der Scam, wenn das nicht drauf wäre. Gehen wir mal. Ist tatsächlich drauf, Leute. Congrats. Da ist er. Der Fortnite-Emote. Einfach geil. Der hier. Aber von innen sieht er ein bisschen anders aus als auf dem Bild. Da ist ein anderer CPU-Kühler. Aber immerhin ein CPU-Kühler, nicht der Boxed-Kühler. Ah, Grafikkarte ist keine drin, ne? Hm. Also auf dem Bild war eine Grafikkarte. Stand aber auch in der Beschreibung. Ich meine Athlon, ne? Athlon 300GE. Congrats! You're now a member of the Screen-On-Community. Also ob ich zur Screen-On-Community dazugehören will, weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Hier gibt's die Anleitung und Support. Aber wir müssen es schon abziehen, ne? Mhm. Return Seal. Die wollen uns, glaube ich, verarschen. Du, ich glaub's nicht. Die wollen uns komplett verarschen. Hier ist so ein Siegel. Genau, da ist ein Siegel drauf. Und wenn dieses Siegel beschädigt ist, dann darfst du den PC nicht mehr zurücksenden. Genau, euch in der Beschreibung stand vorher super zum Aufrüsten. Irgendwie sowas stand da. Und dann machen sie hier aber so einen Kleber drauf und wenn der beschädigt ist, kann sie den PC nicht mehr zurücksenden und verlierst auch deine Garantie. Steht hier. Ach so, nee, die Garantie wird nicht beeinträchtigt. Wieder scheiße gelabert hier. Aber das Rückgaberecht erlischt. Das ist natürlich Bullshit. Das funktioniert rechtlich nicht. Darfst ja natürlich den PC aufmachen, da reingucken. Also, naja. Wir schicken den trotzdem zurück. Das kann ich euch versprechen. Machen wir mal auf den Bums. Ich würde jetzt hier gern den da abziehen. Ich ziehe den auch einfach ab. Ja. Wirklich. Wir lassen uns nicht verarschen von Screen On. Wir müssen ja auch im Rahmen des Produkttests sehen, wie schön das hier aufgebracht ist. Ja, wunderbar. Einfach. Ich glaube, ich würde den anderen auch abmachen. Oder? Den anderen auch? Was uns gerade aufgefallen ist, dieser Aufkleber, den man nicht entfernen darf, weil sonst das Rückgaberecht erlischt, der geht hier gar nicht ums Glas rum. Also, die haben den einfach nur aufs Fenster draufgeklebt und gehen in dem Fall davon aus, dass die Leute zu blöd sind, um das zu checken, weil wenn man das Seitenteil abnimmt, dann geht ja der Aufkleber nicht kaputt. Also, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich ungefähr so viel wie bei der Konfiguration von dem PC mit einem Dual-Core als Fortnite-Gaming-PC. Aber wir machen den jetzt auf und dann werfen wir mal einen genaueren Blick da rein. Nee, hör mal auf, wie räudig das gemacht ist. Das ist auch einfach nur ein Aufkleber. Naja, immerhin ist es drauf. Können wir als Andenken behalten. Wir schicken den einfach mit einem anderen Seitenfenster zurück. Hier drin geht es natürlich gut weiter, Leute. Schauen wir mal rein in den PC und ihr wisst, was mir wahrscheinlich als allererstes aufgefallen ist. Und zwar ein RAM-Riegel. So wie ein RAM-Riegel. Was heißt das? Single-Channel. Single-Channel, so ist es. Und das in einem APU-System ist natürlich super beschissen. Also Single-Channel ist eh scheiße, aber in einem APU-System ist es umso schlimmer, weil das hat ja keinen dedizierten Grafikspeicher. Und als Grafikspeicher wird der RAM genutzt und wenn der im Single-Channel läuft, hast du halt nur den halben Durchsatz, was halt kacke ist. Das wird sich sehr negativ auf die Leistung auswirken von dem ohnehin schon saulangsamen System. Ansonsten 80 plus Wide-Netzteil mit 500 Watt. Kann man machen, muss man nicht machen. Es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Wir haben unsere schönen Ketchup-Senf-Kabel hier drin. Wir haben tatsächlich hier drin noch einen RGB-CPU-Kühler. Das ist, glaube ich, das Highlight hier drin in dem System. Den Rest finden wir jetzt heraus, wenn ich den PC anschließe. Wir haben das Setup jetzt aufgebaut, wie ihr hier sehen könnt. Und es gibt gleich mehrere Erkenntnisse. Zum einen, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, rattert der Lüfter hier hinten. Das hatten wir ja neulich auch schon bei dem Memory-PC. Also ich gehe mal mit dem Mic hier dran, damit ihr das auch hören könnt.
Da hat er auch gerattert. Noch ein bisschen schlimmer, aber ist auf jeden Fall nicht so toll, wenn der neben einem steht. Ansonsten eine sehr ausgiebige RGB-Beleuchtung auf jeden Fall in diesem System. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, ich bin vorher einfach davon ausgegangen, dass dieser eine Riegel da drin 16 GB hat. Hat er aber gar nicht. Im Task Manager sehen wir nämlich, dass wir hier tatsächlich nur 6 GB Arbeitsspeicher haben. 5,9 GB. Und es liegt daran, dass hier drin nur ein 8 GB Riegel verbaut worden ist. Und dadurch, dass unsere APU ja den RAM als Grafikspeicher benutzt, wurden 2 GB von dem RAM eben der iGPU zugewiesen. Der RAM hat 2667 MHz, ist auch nicht das schnellste, Single Channel und auf jeden Fall sehr, sehr geil für einen Gaming-PC. Ich habe auch tatsächlich schon mal Cinebench durchlaufen lassen, um euch das ganze Prozedere zu ersparen, denn das Ganze hat doch ziemlich lang gedauert. Und wie ihr hier auch schön sehen könnt, haben wir im Single-Core sage und schreibe 131 Punkte erreicht und im Multicore 361. Da kommen wir auf einen Faktor von 2,76. Ist halt ein Dual-Core, sind 2 Kerne, 4 Threads. Die Punktzahl könnt ihr gerne mal mit euren eigenen Systemen vergleichen. Auf jeden Fall so viel zu unserer CPU-Leistung. Ich hätte gesagt, damit wir die Leistung noch ein bisschen vergleichbarer machen, gehen wir jetzt erstmal rein in 3D-Mark, machen einen Timespy und dann gehen wir auch schon direkt rein in Fortnite, weil das ist ja ein Fortnite-Gaming-PC. Das ist der Gaming-PC für Fortnite, so wird er beworben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Fortnite hier drauf überhaupt laufen wird. Also rein in den 3D-Mark Timespy. Also die integrierte Grafik, die hier in dieser APU drin ist, ist übrigens eine Vega 3, das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Vega 3, die kennt man vielleicht, die hat 3 Compute Units. Es gab ja die Vega 9 und die Vega 7 in den größeren APUs und die hatten auch ganz gut Leistung damals 2018, als die rausgekommen sind. Aber die Vega 3 ist halt deutlich langsamer und ja, jetzt ist halt 2022. Wir werden ja gleich sehen, ob man damit in diesem Jahr noch Spiele spielen kann. Also, wir sind drin im Timespy und wir haben schon im ersten Bild 2,3 FPS, ganze 2,3 FPS haben wir gerade. Das heißt, meine Prognose, dass wir hier gleich Sekunden pro Frame sehen werden, wird sehr wahrscheinlich zutreffen. Auf jeden Fall bis jetzt durchschnittlich 2 FPS. Aber wie sollen wir denn da Fortnite spielen? Das wird sich gleich zeigen, ob wir Fortnite vielleicht in 360p flüssig spielen können. Und für euch zur Info, wir spielen schon nach dem Fortnite-Update. Also Fortnite läuft jetzt auf Unreal Engine 5.1, 5.2 sogar. Das heißt, ja, die Anforderungen sind noch mal ein bisschen gestiegen. Es wird auf jeden Fall gleich spannend. Auf jeden Fall im Timespy zwischen 1 und 3 FPS. Über 3 FPS habe ich noch nichts gesehen. Also unsere Erwartungen wurden extrem übertroffen. Wir haben 423 Punkte, 373 Grafikpunkte und einen CPU-Score immerhin von 1843. Hier gibt es auch so eine Einschätzung von 3D-Mark, wie die Performance sein wird bei Battlefield 5. 1440p Ultra, weniger als 20 FPS. Glaube ich auch. Fortnite, man kann auch Fortnite auswählen. Schauen wir mal. 1080p Ultra, 120 plus FPS. Okay, also 3D-Mark, ich weiß ja Sie nicht, sind ob, optimistisch. Ja, ich weiß nicht, ob eure Berechnung so richtig funktioniert. Das hatten wir auch noch nicht. Haltet euch fest, wir sind mit diesem System schneller als 0% aller anderen jemals und weltweit im Timespy getesteten Systeme. 0%. Also wir sind ganz unten, ganz, ganz, ganz unten. Unter uns gibt es quasi nichts mehr. Wir sind langsamer als ein Büro-Laptop. Und jetzt geht's in Fortnite. Läuft schon mal ganz gut im Menü. Läuft schon mal ganz gut im Menü. Ey, die von 3D-Mark haben recht. Schau mal, wir haben 120 FPS. Wir haben 120 FPS, das ist ja unglaublich. Mhm. Aber halt nur im Movie-Intro-Trailer, den wir jetzt wegdrücken. Hier wurde von dem Spiel selber alles auf die niedrigsten Einstellungen gepackt. 1080p. Was hat 3D-Mark gerade gesagt? Ultra. Oder hoch. Ich hätte gesagt, wir machen hoch, 100% Renderskalierung und schauen, was passiert. Und dann gehen wir Schritt für Schritt runter. Mhm. So lange, bis es spielbar wird oder auch nicht. Hängt es jetzt schon, oder? Das hängt jetzt schon, ja. Wir haben 6 FPS im Menü. Und die Texturen laden nicht. Der ist komplett unscharf, der Typ. Das ist das Problem, wenn der RAM so langsam ist, dann können die Texturen nicht schnell genug geladen werden. Dann kann sein, dass wir nachher hier so unsichtbares Zeug haben. Und während das Spiel lädt, kann ich euch zeigen, was wir noch Wunderbares hier mit dem PC bekommen haben. Und zwar einmal, um es an die Tür zu hängen, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Go away, do not disturb. Währenddem ihr Fortnite spielt, könnt ihr das Mami und Papi nicht ins Gaming-Zimmer reinkommen, das an die Tür hängen. Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Und dann haben wir auch noch hier so wunderbare Getränkeuntersetzer bekommen. Don't spill your drink on your setup. Und was mir gerade eben schon aufgefallen ist, der PC, der knattert hier ja ordentlich mit dem Lüfter. Aber wenn ich den so ein bisschen anhebe, dann hört es tatsächlich auf. Deswegen legen wir den jetzt hier einfach hier drunter. So, ihr kennt das im Restaurant, wenn der Stuhl wackelt, einfach so ein Bierdeckel drunter. Schon ist Ruhe hier. Fortnite lädt immer noch. Kann sein, dass wir direkt irgendwo unten schon gelandet sind, wenn das Spiel lädt. Es muss jetzt halt alles quasi in den Grafikspeicher reingeladen werden. Der ist halt extrem langsam und extrem schnell voll. Es kann sein, dass da gar nicht alles reinpasst. Das ist halt einfach nur, ist abgestürzt.
Nee, Fortnite ist abgestürzt. Tut uns leid, dass das passiert ist. Wir arbeiten daran, dass es in Zukunft nicht nochmal geschieht. Aber wir haben immerhin in der Fehlermeldung 30 FPS. Jetzt machen wir das nochmal mit niedrigen Einstellungen oder so. Oder am niedrigsten, wenn es das gibt. Das sah halt auch schon mit 100% Renderskalierung so aus, als ob das 10% Renderskalierung waren irgendwie. Es war ganz komisch. Stell dir vor, wenn du mit dem Fortnite-Gaming-PC einfach Fortnite gar nicht spielen kannst, weil es einfach abstürzt, weil es gar nicht erst startet. Ich weise diese Unterstellungen zurück. 729 Euro haben wir dafür gezahlt. Aber immerhin 4 von den Dingern bekommen, nicht nur einen. Falls man noch Freunde einlädt und dann kann man ein bisschen Gamers-Only-Booster sich zusammenmischen, ein paar Gaming-Booster, statt FPS 120 Puls bekommt. Gut, und jetzt niedrigste. Ja, niedrig heißt es einfach. 50% Renderskalierung, das heißt, wir spielen eigentlich in 720p. Niedrige Einstellungen anwenden. Jetzt haben wir im Menü schon 60 FPS, Tobi. Sieht aus, als ob der Monitor beschlagen wäre. Und es liegt nicht daran, dass er ein TN-Panel hat, sondern daran, dass das Spiel irgendwas macht. Beauty-Filter. Beauty-Filter auf John Wick. Jetzt, das ist unsere Runde. Ich mach schon mal den Controller ready. Geht der überhaupt? Ich drück mal was. Der leuchtet auch nicht, ne? So ein Ding, was leuchtet. Eine Leuchte. Ah, jetzt. Man muss auf analog drücken. Aha. Mhm. Ich finde es schon ein bisschen frech, dass sie den als Fortnite-PC verkaufen und dann läuft es nicht drauf. Und wenn du den PC anguckst, dann ist da dieser Loser-Tanz auf dem Bild, auf dem Ding drauf. Das stürzt hier ab. Dann schaust du so Fragen zum PC und dann macht er einfach diesen da. Ey, nee, das geht gar nicht. Es gab ein Problem. Die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen. Die wurde garantiert nicht unterbrochen. Die ist nämlich hier 10 Gigabit LAN. Ne? Ich würde die Renderskalierung einfach so niedrig stellen, wie es geht. Und dann einfach mal gucken, ob man reinkommt. Also geht ja nur 25%. Das ist dann 360p. Mhm. Okay. Da knacken wir schon die 100 FPS, glaube ich. Ja, 113 FPS im Menü schon mal. So, ich muss mit der Kamera kommen und es dir anschauen. Schau mal, wie das aussieht. Wie das aussieht, Mann. So fühlt sich wahrscheinlich jemand, der 5% Sehkraft hat, kann ich mir vorstellen. So stelle ich mir das vor. Wenn das jetzt nicht geht, wir haben die niedrigsten Einstellungen, die man überhaupt wählen kann, gewählt, dann ist das Spiel nicht spielbar auf dem PC. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Bitte tu es uns nicht an, dass wir nochmal, keine Ahnung, irgendwas ändern müssen. Wir machen dann 360p und 25% Renderskalierung, dann spielen wir auf 80p. Da kann man einfach mal sagen, danke Screen On, dass ihr so geile PCs baut. Danke Screen On, dass ihr den Gaming-PC für Fortnite gebaut habt. So dankst du mir für nix. Du hast mein Geld gefressen für nix, du Hund. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Spiel zum Laufen bekommen. Wir haben den Grafiktreiber neu installiert und wir haben die Settings auf ein Niveau runtergestellt, was quasi gar nicht mehr erlaubt ist. Also wir haben 720p native Auflösung und dann darauf 37% Renderauflösung, was das Niedrigste ist, also geht gar nicht weiter runter. Das heißt, das wird jetzt effektiv irgendwie mit 200p berechnet und dann halt die niedrigsten Einstellungen, die überhaupt gehen. Also. Und dann bekommt man so dieses wunderschöne Bild zu sehen. Es ist ein besonderer Anblick. Der Controller funktioniert leider nicht, sonst würde ich die Challenge auch durchziehen und mit dem Controller spielen. Leider geht er nicht. Ich fühle mich, als ob ich eine Schädigung am Sehnerv habe. Ich will das gar nicht sagen. Man kann das irgendwie spielen. Es geht schon irgendwie, aber wir haben halt so 200p Auflösung. Wenn wir einfach nur geradeaus laufen, dann haben wir teilweise echt so 70 FPS. Aber dann wiederum, wenn wir uns irgendwie schnell umdrehen oder irgendwas machen, dann haben wir halt einfach übelste Ruckler und Frame Drops, was halt einfach wahrscheinlich daran liegt, dass der Grafikspeicher komplett gefüllt ist. Ich hoffe, dass ihr das nicht auf dem Handy anschaut. Wenn ihr das auf dem Handy anschaut, dann wirkt das nachher noch scharf wahrscheinlich. Da ist was gewesen. Da ist er, gell? Mhm. Es besteht aus 2 Pixeln. Hoffentlich machen die jetzt keine Faxen und bauen irgendwas. Das ist er doch. Mhm. Boah, ah, ja. Der ist fast weg, gell? Ja. Hä? Der andere hat mir den Kill geklaut. Hinter dir? Jetzt kannst du dir den Babalut da einsammeln. Ja. Eine Scar? Aber diese MP, die war schon auch krass. Die ist ja auch lila. Die Donnerschrot, da sehe ich mich. Dönerschrotflinte. Mhm. Wir machen auch ohne Heal, oder? Ohne Heal. Das als Challenge. Was? Ich werde von Huhn angegriffen? Ah. Ich kann halt nicht erkennen, ob das Menschen, also Gegner sind, oder ob das einfach nur... Da! Nein, der hat den Hammer! Hä? Ja, das hat einfach so schnell, das konnte gar nicht laden, so schnell, wie man tot war. Das hängt da irgendwie in Luftballons dran, Mann. Oh Gott, Leute. Was musste ich hier heute ertragen? Gut, also so viel zum Fortnite-Gameplay auf dem
Gaming-PC für Fortnite von Screen On, den wir auf Amazon gekauft haben, für 729 Euro. Es war lange Zeit nicht möglich, Fortnite überhaupt zu starten mit 200p Auflösung. Haben wir es dann geschafft, auf niedrigsten Einstellungen. Es war kein Vergnügen, seitens Screen On wurden Fehler gemacht bei der Konfiguration dieses Systems. So kann ich es, glaube ich, zusammenfassen. Ansonsten bin ich jetzt nervlich, einfach nur am Ende. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem System haltet, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr einer der 14 Leute wärt, die den zu Weihnachten bekommen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Hashtag Gaming-Schrott. Wenn ihr irgendwelche PCs findet, die den hier noch überbieten können, unterbieten können, schickt sie uns gerne ein auf Instagram, per E-Mail. Und ansonsten hätte ich gesagt, Leute, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen oder unterhalten. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Tobi, weißt du, welche Grafikkarte eigentlich in den PC reingehört hätte? Welche? Die RTX. RTX 3090. Take 3. Hätte ich auch warten können, bis das Spiel gestartet hat. Das dauert noch ewig. Don't spill drink on your drink, your setup.